Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns mal vier Hardware-Deals-PCs an, und zwar von 1.100 Euro bis 2.600 Euro. Das war ein Userwunsch in den Kommentaren. Und wir starten jetzt einfach mal direkt mit dem 1.100er. Dieses Video wird unterstützt von meinem Partner CDK Deals. Dieser ermöglicht euch, Windows, Office und weitere Lizenzen zu Bestpreisen zu erwerben. Falls ihr einen PC ohne Windows 10 gekauft habt, bekommt ihr hier die Möglichkeit, einen offiziellen Lizenzschlüssel zu kaufen. Mit meinem Rabattcode PCHK erhaltet ihr ganze 30% auf Microsoft-Produkte. Zahlen könnt ihr ganz bequem, zum Beispiel via Visa, Sofortüberweisung, PayPal und so weiter. Danach findet ihr den Lizenzschlüssel in eurem Benutzerkonto und könnt Windows in den Einstellungen ganz einfach aktivieren. Wie ihr hier sehen könnt, funktioniert der Schlüssel einwandfrei und ihr habt später sogar die Möglichkeit, kostenlos auf Windows 11 zu upgraden. Wie immer kommen wir erst zu dem Bild, das Gehäuse, ja, das ist halt nur das Gehäuse, ne? Nichts Besonderes, ist gut, weil einige Hersteller, die haben halt da so Bling-Bling drin und RGB und dann freut man sich und kriegt das nach Hause, dann sieht es halt eben nicht so aus. Hier ist es wirklich nur das Gehäuse, das ist in Ordnung. Als Prozessor bekommen wir den Intel i5 11411. Ja, den hatten wir in den vergangenen Videos schon öfters. Das ist ein 6-Kerner mit 12 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell 3200 MHz RAM. Es ist einfach so, es ist ein Prozessor, mit dem kann man auf jeden Fall gut zocken, zum Streamen bedingt geeignet. Es wurde auch schon in den Kommentaren gesagt, warum sagst du das immer dabei? Ja, weil viele Leute sich dafür interessieren. Die wollen dann nicht nur zocken, die wollen auch irgendwann mal streamen. Dann sage ich direkt dabei, ja, man kann damit streamen, wenn man jetzt so E-Sports-Titel hat, wie zum Beispiel Counter-Strike Valorant und so. Für AAA-Titel wird es ein bisschen eng, vor allen Dingen, wenn ihr auf die Idee kommt, über den Prozessor zu rendern, weil das Bild über den Prozessor ist immer ein besseres Ergebnis bei Twitch, als wenn man es über die Grafikkarte rendert. Aber das ist mit dem hier auf jeden Fall möglich. Ihr dürft halt nicht erwarten, da wirklich jetzt irgendwie Far Cry oder so mit streamen zu können. Das wird dann wirklich ein bisschen knapp. Ist natürlich auch noch nicht die 12.000er-Variante, wie soll das auch gehen bei dem Preispunkt, das ist wirklich so ein Einsteiger-PC. Und der kostet 152 Euro bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist ein Cosmocool LC-CC120. Der hat eine TDP von 180 Watt, jetzt könnt ihr euch vorstellen, der Prozessor hat 65 Watt, der hat 180 Watt, das ist völlig okay. Das ist jetzt nicht mit viel Schickimicki-Bling-Bling oder so, ist halt einfach ein ausreichender Kühler. Ich hätte vielleicht auf den Be Quiet gesetzt, weil ich damit gute Erfahrungen gemacht habe, aber der wird schon nicht so schlecht sein. Und das Einzige, was an so einem Kühler halt auch kaputt gehen kann, ist vorne halt dieser Ventilator bzw. der Lüfter an sich, den könnt ihr aber tauschen, wie ihr lustig seid. Da könnt ihr sogar einen RGB-Lüfter nehmen und den da drauf klatschen, das ist überhaupt kein Problem. Und er kostet 21,26 Euro bei Mindfactory. Als Mainboard bekommen wir ein MSI B560M Pro-VDH. Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Thema noch ansprechen soll. Es ist MicroATX. Ist einfach nicht mein Fall. Ihr habt ein großes Gehäuse und so ein kleines Board da drin. Das sieht immer so komisch aus. Ich weiß nicht, Erweiterbarkeit, ja, ist zum Teil gegeben, aber da kommen wir jetzt noch drauf. Wir haben immerhin gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, das heißt, ihr könnt später den Arbeitsspeicher auf jeden Fall noch erweitern, ohne komplett neue Riegel kaufen zu müssen. Hier kommt eine M.2-SSD rein, hier die Grafikkarte. Diese beiden Slots könnt ihr zum Beispiel noch für eine WLAN-Karte oder ähnliches benutzen. Und hier unten kann noch eine M.2-SSD rein. Was die Anschlüsse angeht, haben wir hier Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, zweimal USB 3.0, zweimal USB 3.1 und zweimal USB 2.0. Die Grafikanschlüsse könnt ihr bei diesem Prozessor nicht benutzen, weil der keine integrierte Grafikeinheit hat. Ihr zieht euch das Bild also über die Grafikkarte und einen PS/2-Anschluss. Alles in allem ist so ein Board natürlich in der Preisklasse noch in Ordnung. Ich bin einfach kein Fan davon. Bei 1.100 Euro MicroATX, ja, völlig verständlich. Gar kein Problem. Die anderen sind wieder ein bisschen teurer, die jetzt größer sind, die Full-ATX-Boards. Also das ist in dem Preispunkt auf jeden Fall okay. Und das kostet 104,40 Euro bei Mindfactory. Als Grafikkarte bekommen wir eine 8 GB AMD RX 6600 XT, beliebiger Hersteller. Ich habe jetzt einfach mal eine von XFX genommen, das ist auch eine 6600 XT mit 8 GB. Die reicht für ganz normale Spiele, sage ich jetzt mal AAA-Titel auf Full HD und so aus. Ihr dürft jetzt nicht erwarten, sage ich in den anderen Videos ja auch, auf WQHD da 200 FPS hinzurotzen. Kommt immer aufs Spiel an, klar, also Counter-Strike und Valorant und so, das wird auf jeden Fall klappen, Lost Ark denke ich auch. Die anderen Spiele, wie gesagt, Far Cry oder was ich auch immer sage, Watch Dogs oder so, was wirklich sehr grafikhungrig ist, oder Cyberpunk auch, das wird die so nicht packen, zumindest nicht in WQHD. In HD bestimmt, mit angepassten Settings, ist aber wie gesagt noch im Einsteigerbereich. Und die kostet 529 Euro bei Mindfactory. Als Arbeitsspeicher bekommen wir 16 GB, 2x 8 GB Dual Channel, ganz wichtig, G-Skill RipJaws 5 DDR4 3600 MHz. Und ja, es ist in dieser Preisklasse durchaus möglich, 3600 MHz RAM zu nehmen. Wir haben in den anderen PCs gesehen, da war 3200 MHz drin. Das ist nicht unbedingt schlimm, aber vom Preispunkt her sind das vielleicht 10 Euro Unterschied. Und da finde ich 3600 auf jeden Fall angebracht. Dann habt ihr vielleicht
ich sag mal 5% FPS mehr, 3-5%, aber hey, immerhin. Dual Channel, wie gesagt, ganz wichtig, solltet ihr einen Rechner haben mit nur einem RAM-Riegel, auf jeden Fall noch einen zweiten dazu holen, am besten sogar von dem gleichen Hersteller mit der gleichen Kennung, weil das macht wirklich FPS-Drops. Wenn ihr nur einen Riegel habt, habt ihr 30% Verlust locker. Aber hier ist alles in Ordnung, hier haben wir Dual Channel, 16 GB in der Preisklasse auch völlig okay und er kostet 67,87 € bei Mindfactory. Als Festplatte bekommen wir eine 500 GB... lol. Als Festplatte bekommen wir eine 500 GB Gigabyte GM2500G M.2 PCI Express 3.0 SSD. Mit der seid ihr auch etwas flotter unterwegs, hat eine Lesegeschwindigkeit von 3400 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 2500 MB die Sekunde. 500 GB, finde ich schon ein bisschen wenig. Ein Terabyte hätte es ruhig sein dürfen, finde ich. Bei 500 GB, da kommt ihr nicht so weit mit. Wenn ihr jetzt das Betriebssystem und noch Discord, Treiber und diese ganzen Sachen draufpackt, einen Browser, was weiß ich, Opera oder so, dann wird das schon ein bisschen eng, sagen wir jetzt noch ein, zwei Spiele dabei. Lieber noch eine HDD mit reinkonfigurieren oder die direkt rausschmeißen, eine 1TB Kingston NV1 oder so nehmen. Und die kostet 59,90 € bei Alternate. Das Netzteil ist ein 500 Watt BeQuiet Pure Power 11. Ich hätte ehrlich gesagt mit einem System Power gerechnet, weil es halt so ein günstiger Preispunkt ist. Das System Power ist aber mehr so für Büro- und Office-Sachen ausgelegt. Das Pure Power ist in Ordnung. 500 Watt reicht auch erstmal aus für dieses System. Wir haben das hier im Netzteilrechner mal zusammengestellt. Da kommt ihr auf 318 Watt bei voller Auslastung mit Puffer bei 368 Watt. 500 ist da also völlig in Ordnung. Ihr werdet ja auch nicht immer dauerhaft auf 100% spielen. Prozessor und Grafikkarte, wenn die voll ausgelastet werden, dann würdet ihr diese Ergebnisse wahrscheinlich erreichen. Ansonsten seid ihr soweit effizient unterwegs. Wollt ihr irgendwann mal aufrüsten mit einer stärkeren Grafikkarte oder einem stärkeren Prozessor, würde ich auf jeden Fall ein stärkeres Netzteil auch nehmen. So um die 750 Watt würde ich schon da reinprügeln. Für das System allerdings, wie gesagt, völlig ausreichend. Hat auch 80 plus Gold Zertifizierung, also sehr effizient. 5 Jahre Garantie. Leider kein Kabelmanagement, was euch in erster Linie natürlich egal sein kann, weil das System kommt fertig gebaut nach Hause. Es ist halt nur später so, wollt ihr irgendwas umbauen oder so, oder ihr beschäftigt euch mehr mit der Materie, wollt ihr vielleicht auch ein modulares Netzteil haben, wo nicht alle Kabel dann im Gehäuse rumfliegen. Aber wie gesagt, hierfür ist das okay. Und das kostet 60,50 € bei Mindfactory. Als Gehäuse bekommen wir Silentium PC Ventum VT2 TG mit Glasfenster. Ja, das ist jetzt natürlich nichts Besonderes. Aber immerhin haben wir hier vorne eine Mesh-Front. Hier ist auch ein Lüfter vorinstalliert, hinten auch. Das heißt, der Airflow ist soweit gegeben. Ihr habt natürlich keine großartigen Spielereien darin. Also ihr habt jetzt keine Grafikkartenhalterung, was bei dem System auch nicht nötig ist. Ich sage es nur, es ist ein Einstiegsgehäuse. Für 50 € ist das auch okay. Betriebssystem ist optional erhältlich. Bekommt ihr dann bei Dubaro für 50 oder 60 €. Bei meinem Partner deutlich günstiger, wenn ihr euch einen USB-Stick fertig macht mit Windows. Der kostet ja nichts bei Microsoft. Einfach Media Creation Tool nehmen, USB-Stick rein, 8 GB mindestens. Windows-Stick fertig machen, den Key eingeben, fertig installiert. Service sind 2 Jahre Garantie, Retourenschein, Reklamationsfall, sprich kein Pickup und Return. Die Post kommt nicht bei euch vorbei und holt das dann ab nach Auftrag von Dubaro. Das müsst ihr dann entweder selber beim Postboten abgeben, wenn er jetzt gerade bei euch vor der Tür steht, oder eben direkt bei der Post abgeben, wenn irgendwas damit ist. Bullguard Internet Security schmeißen wir immer in den Müll. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir aber im Gesamtpreis von 1046,83 €, das System soll kosten 1099, also ungefähr ein Fuffi mehr. Völlig in Ordnung, gar kein Problem, ist wie gesagt ein Einstiegsgerät. Ihr könnt bei dem Preispunkt jetzt nichts anderes erwarten, das kriegt man auch nicht irgendwie billiger zusammengefummelt bei Mindfactory, dass die einen das dann noch zusammenbauen. Sage ich ja mal gerne dabei, hier ist es auf jeden Fall nicht so. Ihr müsst natürlich dann ein paar Abstriche machen mit dem Micro-ATX-Board und vor allen Dingen der ziemlich kleinen Festplatte. Lasst es euch gesagt sein, macht eine 1TB rein. Wirklich, wenn ihr das kaufen wollt, packt einen Terabyte rein, ihr werdet es mir danken. Dann hätten wir hier schon einen, den Hardware-Deals 1500 Nvidia Edition, der aktuell allerdings knapp 1700 € kostet. Das Bild ist wieder nur das 500DX, das Gehäuse, was ich nicht mag. Technisch ist es einwandfrei, Airflow-technisch auch. Optisch finde ich es halt einfach nicht so geil, ihr wisst es ja. Aber überhaupt kein Problem, was die hier anzeigen mit dem Bild. Der Prozessor ist ein Intel i5 12400F. Da sind wir tatsächlich schon in der aktuellen Serie unterwegs, der 12000er-Reihe mit dem 1700er Sockel. Das ist halt im Moment die aktuellste Generation, aber Einsteigerklasse, sage ich jetzt mal. Hat eine TDP von 65 bis 117 Watt, 6 Kerne, 12 Threads. Auch hier gilt wieder, zum Streamen bedingt geeignet, zum Zocken alle Male. Unterstützt offiziell 4800 MHz DDR5 RAM oder 3200 MHz DDR4 RAM. Und der kostet 178,97 € bei Mindfactory. CPU-Kühler ist ein BeQuiet P-Rock 2 Schwarz. Der hat eine TDP von 150 Watt. Das wird noch ausreichen, ist ein bisschen knapper bemessen, aber ist qualitativ auf jeden Fall ein guter CPU-Kühler. Habe ich selber schon sehr oft verbaut, keine Probleme damit, hat auch 3 Jahre Garantie, alles in Ordnung. Und der kostet 34,90 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein MSI Pro B660-A DDR4. Das mit dem DDR4 steht natürlich gesondert dabei, weil es gibt auch Mainboards mit DDR5, aber DDR5 ist aktuell, ja, nicht unbezahlbar, aber rausgeschmissenes Geld.
finde ich persönlich. Also DDR4 reicht da völlig aus, vor allem in dem Preissegment. Hat auf jeden Fall gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kommt eine SSD rein, hier unten könnt ihr noch eine SSD reinbauen, hier unten kann so eine kleine Erweiterungskarte zum Beispiel für WLAN rein, da gibt es so kleine Intel-Karten, die kosten 12 Euro oder was, die könnt ihr da reinbuttern, habt ihr auch WLAN. Hier kommt die Grafikkarte rein, die Slots, die könnt ihr wie immer zum Erweitern benutzen, USB, auch WLAN, wenn ihr möchtet, oder eine Capture-Card, überhaupt kein Problem. Von den Anschlüssen her haben wir 7.1 mit Toslink, einmal USB 3.1 Typ C, zweimal USB 3.1 Typ A, viermal USB 2.0, Grafikanschlüsse werdet ihr wieder nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Ein P-2 Anschluss haben wir auch dabei. Und das kostet 158,78 Euro bei Mindfactory. Als Grafikkarte bekommen wir eine 8 GB Nvidia RTX 3070 beliebiger Hersteller, verlängerte Lieferzeit. Wir nehmen dann jetzt einfach mal eine Inno 3D, das ist aktuell die günstigste, die auf dem Markt zu finden ist, zumindest jetzt gerade tagesaktuell. Auch eine 3070 mit 8 GB. Völlig in Ordnung, die Grafikkarte. Damit könnt ihr auch sogar schon AAA-Titel in WQAD mit flüssigen Bildraten spielen. 4K teilweise auch, kommt auf das Game an, klar. Das konnte die Grafikkarte davor auch schon mit 4K, aber die war jetzt nicht so... Naja, ihr wisst schon, hiermit könnt ihr auf jeden Fall gut zocken. Geht natürlich noch höher, es gibt eine 3070 Ti, 3080, 3080 Ti, 3090, dann von AMD noch ein paar Karten. Ich packe euch den FPS-Test wie immer unten in die Videobeschreibung, wenn euch das noch weiter interessiert, in Kombination mit diesem Prozessor. Und die kostet 898 Euro bei HardwareCamp24. Als Arbeitsspeicher bekommen wir 16 GB, 2x 8 GB G-Skill RipJaws 5 DDR4 3600 MHz. Dazu brauche ich nichts mehr zu sagen, den hatten wir eben schon, der ist auch schon im Warenkorb so drin. Eine Festplatte, in dem Fall eine 1TB Kingston NV1. Die hätte ich mir tatsächlich auch in einem anderen PC gewünscht, weil der Preissprung jetzt nicht so extrem ist. Das sind, glaube ich, ungefähr 40 Euro oder so um den Dreh. Die hat eine geringere Lese- und Schreibrate von 2100 MB Sekunde im Lesen und 1700 MB die Sekunde im Schreiben. Tut dem normalen Zocker aber keinen Abbruch. Hauptsache keine SATA-SSD oder so. Das geht zwar auch noch zum Daddeln, aber die hier reicht erstmal völlig aus. Solange ihr nicht Terabytes oder Gigabytes an Daten die ganze Zeit hin und her schiebt, ist das in Ordnung. Und die kostet 84,21 Euro bei Amazon. Als Netzteil bekommen wir einen 700 Watt BeQuiet Pure Power 11. Da kommen wir auch direkt zum Netzteilrechner. Hier haben wir eine erwartete Leistungsaufnahme von 433 Watt unter Volllast mit Puffer 483 Watt. Das heißt, es reicht völlig aus. Ihr seid effizient unterwegs, weil ihr ja sowieso nicht dauerhaft auf 100% zockt. Von daher ist das okay. Hat auch leider wieder kein Kabelmanagement, kann euch aber auch egal sein. Sagte ich ja eben schon, ihr kriegt die Kiste ja fertig nach Hause. 5 Jahre Herstellergarantie ist okay. Und das kostet 82 Euro bei Mindfactory. Als Gehäuse haben wir BeQuiet PureBase 500DX schwarz mit Glasfenster. Sagte ich ja eben schon, technisch ein einwandfreies Gehäuse. Ihr habt vorne noch so eine schöne RGB-Leiste, also wer es schön findet, ich finde es jetzt nicht so geil. Hat aber immerhin schon mal 2 Lüfter vorne und hinten, also jeweils einen vorinstalliert. Das ist völlig in Ordnung und Airflow-technisch ist das auch ein gutes Case. Technisch auch. Ich habe es auch schon verbaut. Überhaupt kein Ding. Ich finde es optisch einfach nur meh. Und das kostet aktuell 94,19 Euro bei BA Computer. Der Rest ist gleich. Wieder kein Betriebssystem dabei. Bulgard Internet Security schmeißt ihr einfach in den Müll. 2 Jahre Garantie, Retourentscheid im Reklamationsfall. Und dann wären wir schon beim Endergebnis. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der CPU-Kühler, das Case und das Netzteil. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 1598,92 Euro. Das System soll kosten knapp 1700. Also habt ihr ungefähr 100 Euro Aufschlag gegenüber Selbstbau. Völlig in Ordnung. Ich sag ja immer so, meine Grenze ist so zwischen 150, 200, je nach System auch 250, kommt immer darauf an, was da für Komponenten drin sind. Aber hier seid ihr auf jeden Fall gut unterwegs. Ich kann auch nicht großartig meckern. Ich hätte jetzt vielleicht, was ich jetzt machen würde persönlich, hätte ich vielleicht noch einen anderen Kühler genommen, einen etwas stärkeren. Aber sonst ist es eigentlich echt ein gutes System. Dann haben wir hier noch den Hardware Deal 2000 Edition, der aktuell aber 2200 Euro kostet. Hier wieder nur das Bild vom Case, brauche ich nichts zu sagen. Der Prozessor ist ein Intel i5-12600KF. Hier wird schon deutlich interessanter, der ist auf jeden Fall zum Stream geeignet. Der hat wieder diese Performance- und Efficiency-Kerne. Ihr habt 6 Performance- und 4 Efficiency-Kerne, beziehungsweise dann 16 Threads insgesamt mit 12 Performance-Kernen und dann 4 Efficiency-Kerne. Es ist einfach nur so, die Efficiency-Kerne, ich sag's immer wieder, die sind so für, sag ich mal, ihr guckt ein YouTube-Video oder so. Dann schaltet der sich quasi runter, geht auf die effizienten Kerne, dann wird der nicht so warm, der PC wird nicht so laut, verbraucht nicht so viel Strom und so, das ist ganz nett gemacht. Unterstützt offiziell 4800 MHz DDR5 RAM oder 3200 MHz DDR4 RAM und der kostet 279,90 Euro bei ProShop. CPU-Kühler ist ein MSI Mac-Colic für 240R. Ja, das ist jetzt so ein Thema. Die haben wir schon öfters empfohlen, auch als 360 mm. Das Problem ist einfach, bei uns sind im Moment viele Defekte aufgetreten. Also die Leute melden sich dann im Discord und sagen, hey, die rasselt oder die Pumpe, die schlägt so komisch oder die Kühlleistung ist einfach nicht mehr da. Gut, ihr habt natürlich 3 Jahre Garantie da drauf, nur ist es ärgerlich, wenn sowas kaputt geht. Und es ist echt auffällig in letzter Zeit. So rein technisch gesehen kann ich nichts sagen, das ist okay. Also von der TDP her, das schafft die auch, das ist alles in Ordnung.
Nur sie scheint ein bisschen unzuverlässiger zu sein. Vielleicht sollte man da mal irgendwie nacharbeiten, eine andere Wasserkühlung nehmen, weil mit der haben wir jetzt schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe sie selber auch hier im System. Ich könnte jetzt die Kamera drehen und euch zeigen, aber es ist halt einfach so, ich hoffe, meine bleibt heile. Und die kostet 91,73 € bei DigiExpert. Mainboard ist ein MSI Pro B660-A DDR4. Ja, das Board habt ihr ja eben schon gesehen. Jetzt kommt aber eine kleine Besonderheit. Wir haben hier einen K-Prozessor drin und K bedeutet, der ist übertaktbar. Was nur geht, wenn ihr ein Z690-Board hättet. Es ist ein B660, Übertaktung nein, Z690 ja. Jetzt haben wir uns so die Frage gestellt, warum ballert er einen K-Prozessor auf ein Board drauf, wo man nicht übertakten kann? Zumindest nicht offiziell. Und jetzt haben wir uns mal diesen Vergleich angeschaut. Wir haben hier einen 12600 und den KF, der da drin ist. Und jetzt sieht man schon, dieser KF, der hat diese Efficiency- und Performance-Kerne, der normale nicht. Und das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum er auf den KF gegangen ist, weil der leistungsstärker ist. Ihr seht es auch hier unten an der Taktfrequenz. Der ist ein bisschen besser aufgestellt, auch was den Turbotakt angeht und vor allen Dingen eben die Performance- und Efficiency-Kerne. Deswegen macht es da doch durchaus Sinn, einen KF-Prozessor zu nehmen, anstatt einen normalen 12600er, weil er einfach diese Kerne hat, auch wenn es ein Board ist, wo er nicht übertaktbar ist. Zumindest nicht offiziell, wie gesagt. Deswegen ist das soweit okay, da brauche ich nichts mehr zu sagen zu dem Board. Wir hatten das ja eben schon, ich brauche jetzt nicht die Anschlüsse und so nochmal zeigen, habt ihr alles schon gesehen. Ansonsten einfach unten nochmal zurückskippen, der PC davor, da habe ich es nochmal ausführlicher erklärt. Und das kostet 158,78 € bei Mindfactory. Als Grafikkarte bekommen wir eine 16 GB AMD Radeon RX 6800 XT. Dann nehmen wir jetzt wieder eine von XFX, die Speedster SWFT 319 Radeon RX 6800 XT Core Gaming 16 GB. Das ist auch schon eine bessere Grafikkarte von AMD. Danach kommt nur noch die 6900 XT. Mit der könnt ihr auf jeden Fall in WQAD gut zocken, kommt wie immer auf Spiel an. Klar, Stream könnt ihr damit auch, überhaupt kein Thema, könnt auch darüber rendern. Ich würde aber in dem Fall den Prozessor nehmen, der ist leistungsstark genug dafür. Dann habt ihr auch nicht so viel Last auf der Grafikkarte. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet aktuell 1159 € bei Mindfactory. Arbeitsspeicher sind wieder 16 GB, 2x8 GB G-Skill RipJaws 5 DDR4 3600 MHz. Ja, zu dem brauche ich jetzt nichts mehr zu sagen. 16 GB in der Preisklasse auch noch in Ordnung, kostet 67,87 €. Die Festplatte ist wieder die 1 TB Kingston NV1, brauche ich auch nichts mehr dazu zu sagen. Als Netzteil bekommt man 750 Watt BeQuiet PurePower 11 FM. Da haben wir jetzt schon die Besonderheit, es sind 750 Watt, ja okay, das ist für dieses System völlig ausreichend. Es ist aber vollmodular, das heißt, die Kabel, die nicht benutzt werden, kriegt ihr einfach dazu geliefert. Sprich, wollt ihr später noch irgendwas zusätzlich einbauen, könnt ihr einfach das Kabel nehmen, da anstecken und das dann dementsprechend einbauen. Habt ihr nicht so viele Kabel im Gehäuse rumfliegen. 80 plus Gold zertifiziert, 5 Jahre Garantie. Leistungstechnisch liegen wir hier bei 556 Watt bzw. 600 Watt mit Puffer. Heißt, reicht auch völlig aus. Ihr könntet sogar hinterher noch irgendwie eine stärkere Grafikkarte reinpacken, eine 3080 Ti oder ähnliches. Das würdet ihr auch noch packen. Da habt ihr zwar nicht mehr so viel Puffer, aber das geht schon. Effizient seid ihr dann allerdings nicht mehr. Und das kostet 97 € bei Mindfactory. Als Gehäuse haben wir wieder das PureBase 500DX, schwarz mit Glasfenster, kennt ihr auch schon. Wie immer, kein Betriebssystem, 2 Jahre Garantie, Retourenscheinung, Reklamationsfall und Bullguard schmeißen wir weg. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Case, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2032,68 €, das System soll kosten 2199 €. Also preislich gesehen ist das noch im Rahmen. Das sind auch Preisschwankungen. Ihr habt jetzt 150 €, sage ich nur mal, bei Mindfactory fürs Zusammenbauen, dann bleiben 20 € übrig, das können Preisschwankungen sein. Es waren ja nicht alle Artikel komplett da verfügbar. Es kann sein, dass dann ein anderer Artikel wieder 10 € teurer ist. Ja, dann habt ihr das schon wieder aufgefressen irgendwo, ne? Also preislich gesehen völlig okay. Mit der Wasserkühlung ist das natürlich so ein Thema, dass die nicht so zuverlässig ist. Es kann sein, dass wir jetzt einfach nur so eine Welle haben, wo wir wirklich Pech hatten oder dass eine fehlerhafte Charge war. Nur, ich wollte nur dabei sagen, nehmt vielleicht eine andere. Das würde ich jetzt mal so behaupten. Und dann haben wir zu guter Letzt noch den Hardware-Deal 2500 Edition, der aktuell 2600 € kostet knapp. Wieder nur das Bild, alles okay, das ist einfach nur das NZXT-Gehäuse. Als Prozessor bekommen wir den Intel i7-12700KF. Ja, das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Prozessor. Der hat wieder diese 8 Performance und 4 Efficiency-Kerne, beziehungsweise dann 16 Threads und 4 Efficiency-Kerne. Das gleiche wie bei dem anderen Prozessor auch, nur der ist noch ein Ticken leistungsstärker. Ihr seht auch hier den Turbo-Takt von 5 GHz, das ist schon richtig krass. Hat auch eine TDP von 125 bis 190 Watt, da komme ich gleich noch zu. Und der kostet 398,97 € bei Mindfactory. CPU-Kühler, MSI MacCore Liquid 240R. Lassen wir diese Unzuverlässigkeit jetzt mal ein bisschen beiseite, wo wir die Erfahrung mitgemacht haben. Eine 240er Wasserkühlung auf dem Prozessor finde ich schon mutig. Es ist ja auch immer so ein bisschen an die Umgebung angepasst. Wenn ihr jetzt in einem Dachgeschoss wohnt und ihr ballert da über den Prozessor und fangt an zu rendern oder was weiß ich, ich mache das ja, ich mache Videoschnitt und alles. Auch wenn ich jetzt streame, lasse ich es über den Prozessor laufen, der wird da schon gut warm. Ich würde bezweifeln, dass die das richtig packt, ohne übelst laut zu werden oder was auch immer, ne? Also ich hätte eine 360er genommen, muss ich euch so sagen, wie es ist.
Liegt natürlich auch ein bisschen an dem Case und an dem Bauraum und so. Aber ich würde auf jeden Fall auf eine 360er umsteigen, auch wenn ihr dafür das Case jetzt wechseln müsstet. Und die kostet 91,73 € bei DigiExpert. Ja, zu dem Mainboard brauche ich nichts mehr sagen. Ist allerdings wieder ganz interessant. Hier haben wir wieder den 12700KF auf einen B660 Mainboard. Wir erinnern uns ja, auf B660 lässt sich nicht übertakten. Allerdings hat der hier auch gewisse Vorteile. Und zwar seht ihr hier schon, gegenüber dem 12700er, der KF, der hat hier auf jeden Fall schon mal einen höheren Basistakt von 3,6 GHz und ihr habt ja nur 2,1 GHz. Und er hat auch einen höheren Turbotakt, das heißt, er ballert noch ein bisschen mehr. Das hat auch gar nichts mit Übertaktung oder so zu tun, das macht er vom Haus aus. Deswegen denke ich, hat er das deswegen wieder da rein konfiguriert. Wenn ihr wirklich übertakten wollt, nehmt ein Z-Board. Z690 zum Beispiel. Was die da jetzt gerade zur Verfügung haben, müsste ich gleich mal schauen. Ah, die haben auf jeden Fall einiges zur Verfügung. Hier das Gigabyte-Board zum Beispiel ist ganz gut. Das Tomahawk auch. Kostet natürlich wieder ordentlich Aufpreis, aber dann könnt ihr auch auf jeden Fall übertakten, wenn ihr euch mit der Thematik auseinandersetzen wollt. Als Grafikkarte bekommen wir eine 16 GB AMD Radeon RX 6900 XT, beliebiger Hersteller. Da haben wir wieder meine Sapphire Toxic. Ich mag sie. Designtechnisch wunderschönes Ding. Wird natürlich nicht verbaut werden. Die werden irgendwas anderes reinpacken, MSI oder Gigabyte oder so. Aber ich mag sie vom Design her. 6900 XT geht im Moment auch nichts drüber, bis vielleicht noch die 3090. Die kloppen sich so ein bisschen in den Benchmarks. Also mit der könnt ihr auf jeden Fall ordentlich zocken. Aber ich glaube, selbst da kriegt ihr Probleme vielleicht bei Cyberpunk. Wenn ihr in 4K spielen wollt auf hohen Settings. Das schafft keine Grafikkarte so recht. Also die schaffen schon. Dann bummelt ihr so bei 50, 60 FPS rum. Kommt auch immer drauf an mit Raytracing und solche Geschichten. Aber sie ist auf jeden Fall eine gute Grafikkarte. Nur Cyberpunk, selbst da würde die, glaube ich, abkacken. Schafft im Moment irgendwie keine. Aber für alle AAA-Titel und zum Stream und so alles geeignet, wunderbar. Und die kostet 1321,99 € bei Octo24. Nur nochmal zum Verständnis, da steht halt beliebiger Hersteller, deswegen habe ich jetzt einfach die Toxic genommen, die war die günstigste. Arbeitsspeicher, 32 GB, 2x16 GB G-Skill Ripshaws 5 DDR4 3600 MHz. Auch hier wieder über der Intel-Spezifikation von 3200 MHz, also 3600er, völlig in Ordnung. 32 GB habe ich in dieser Preisklasse jetzt mittlerweile auch schon erwartet. Und er kostet 123,90 € bei XCOM. Festplatte ist wieder nur eine 1 TB Kingston NV1, da hätte ich mir tatsächlich schon eine 2 TB gewünscht. Oder zumindest irgendwie eine HDD oder so noch hinterher schmeißen. 1 TB finde ich bei dem Preispunkt schon ein bisschen knapp. Das Netzteil ist ein 850 Watt MSI MPG A850 GF 80 Plus Gold. Ja, finde ich gut. 850 Watt ist auch angemessen für dieses System. Ihr könntet jetzt auch ein 1000 Watt oder so da reinballern, wenn ihr wirklich effizient sein wollt. Aber 850 reicht erstmal aus. Hat 10 Jahre Garantie. Vollmodular, wie gesagt, wie immer das Thema mit den Kabeln. Dann könnt ihr hinterher, wenn ihr erweitert, einfach die Kabel, die noch in der Box liegen, da reinstecken. Dann fliegen die nicht im Gehäuse rum. Und das kostet 125,96 € bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein NZXT H511 Flow, schwarz mit Glasfenster. Ja, es ist das H510. Das 511er ist einfach nur die OEM-Variante. Es ist in Ordnung, das Case. Vor allen Dingen, weil es die Flow-Variante ist. Das ohne Flow würde ich überhaupt nicht kaufen. Das hat vorne nämlich keinen Mesh. Der Airflow ist da echt beschissen dann. Bei dem hier geht das klar. Ich persönlich mag es nicht so. Muss aber jeder selber wissen. Ihr könnt ja irgendwas frei auswählen. Überhaupt kein Problem. Qualitativ ist es jetzt nicht sonderlich schlecht. Hat auch einen Lüfter vorne und hinten vorinstalliert. Das heißt, der Airflow ist auch soweit gegeben dann. Und das kostet 99,87 € bei Mindfactory. Und dann wären wir da auch schon mal im Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Case, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 2.405,47 €. Das System soll kosten 2.599 €. Jetzt seid ihr in so einer Range von ungefähr 200 € gegenüber Selbstbau. Was noch okay ist. Natürlich hat der Händler Einkaufspreise. Wir haben jetzt Endkundenpreise. Der verschenkt die Dinger auch nicht. Der macht dann noch mehr Gewinn dran. Aber so gegenüber Selbstbau ist das in Ordnung. Ich hätte eine andere Wasserkühlung genommen. Ja, also die MSI auf jeden Fall nicht. Ich würde eine 360er vielleicht sogar nehmen. Das Problem bei dieser Geschichte ist halt einfach, es passt maximal eine 280er vorne rein. Oben scheinbar überhaupt keine und hinten 120mm Lüfter, also Radiator vielleicht dann auch. Nimmt ein anderes Case dann. Ihr braucht ein größeres Case, wenn ihr eine 360er Wasserkühlung nehmt. Preis-leistungstechnisch ist das durchaus noch im Rahmen, ist auch ein gutes System. Vielleicht noch eine größere Festplatte nehmen bei dem Preispunkt. Klar, dann wird es wieder ein bisschen teurer, aber ich würde es halt einfach so machen. Ihr werdet es mir hinterher danken. Irgendwann steht ihr da und dann sagt ihr, hey, dann wieder kein Platz, dann müsst ihr das Ding wieder aufmachen und so. Viele haben auch Angst wegen Garantie. Ich kann euch aber versichern, wenn ihr an dem Ding rumschraubt, die Garantie geht nicht flöten. Ihr dürft jetzt natürlich keine Festplatte oder so auseinanderbauen oder diesen Aufkleber dann abziehen oder so, aber ihr könnt da drin ruhig Sachen verändern. Dadurch geht die Garantie jetzt nicht flöten. Wenn ihr jetzt eine HDD da einbaut, da sagt überhaupt keiner was, auch nicht Dubaro. Also alles in allem müssen wir sagen, sind die Systeme preislich alle in einem guten Bereich. Was ich verbessern würde, habe ich dabei gesagt und ich finde, damit macht ihr jetzt nicht großartig was falsch. Die funktionieren auch alle so, das ist halt einfach meine persönliche Meinung, wo ich dann sage, das würde ich vielleicht noch anders machen, wie jetzt hier das Thema mit der Wasserkühlung oder vielleicht, was weiß ich, eine
andere SSD, eine größere oder ähnliches, oder das eine Micro-ATX-Board durch gegen Full-ATX irgendwie austauschen. Aber sonst muss ich echt sagen, Hut ab, funktioniert. Und das sage ich jetzt nicht, weil Hardware-Deals da draufsteht. Ich habe das letzte Video über Daniel gemacht, Kreativecke. Also ist eigentlich relativ wurscht. Und wie gesagt, alle FPS-Tests findet ihr dann noch in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Joint unseren Discord, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr noch Fragen habt oder ähnliches, lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.